Spiel 2. Hallo ihr beiden. Ich bin sehr gerne Teil eurer Show. Und ich stehe sehr gerne auch in eurer Mitte. Ich höre mir sehr gerne das Gemecker von Klaas an. Und ich spreche sehr gerne Joko Mut zu, wenn er mal wieder in die Höhe muss oder sich der nächsten Herausforderung nicht gewachsen fühlt. Und ich habe ganz viel Spaß dabei, wenn ihr gewinnt und manchmal auch, wenn ihr verliert. Und weil das so schön ist, habe ich mir gedacht, bringe ich das große Ganze jetzt mal in klein mit. Also sozusagen die Show in die Show. Und das, was jetzt kommt, wird euch sicherlich bekannt vorkommen, aber tut mir bitte einen Gefallen. Macht ist besser als die letzten Male. Ich liebe euch. Joko und Klaas gegen ProSieben, das Spiel. Wie unfassbar attraktiver Mann für diese Spielevorstellung. Also, jetzt wird es nämlich spannend. Wir spielen also die Spielshow in der Spielshow. Ich erkläre es gleich. Ich stelle euch jetzt erstmal den Gegner vor, auf den freue ich mich wie ein kleines Schnitzel. Er ist nämlich der Mann, der für ProSieben eigentlich steht. Und mit dem habe ich lange Jahre zusammengearbeitet. Hier ist Elton! Und noch einmal. Hier noch die zweite Zeit. Hallo, hallo. Hallo, Elton. Zweimal oder was? Herzlich willkommen. Hallo. Hey, wie schön. Ja. Ich freue mich so. Ey, ganz im Ernst. Elton, das irgendwie, das ist so ein vertrautes Gefühl, aber es hat lange gedauert, dass wir wieder zusammen haben. Ist das der echte Elton? Das ja, das ist wirklich. Du gibst dieser Show einen Ritterschlag mit deinem Hereinkommen. Finde ich auch. Ja, jetzt, nein. Mir gibst du auch einen Ritterschlag. Wie lange wir uns immer gewünscht haben, also wirklich. Ja, ich habe mich tatsächlich auch lange gedrückt, weil ich auch lange diese Spielshow selber nicht mehr gemacht habe. Ich stelle ja auch inzwischen nur noch Fragen. Ich habe echt Angst auch ein bisschen. Wir spielen jetzt tatsächlich eine gesamte Joko und Klaas gegen ProSieben Show als Spiel. In einer kleineren Version. Das heißt, ihr spielt jetzt gleich 6 Runden gegen Elton. Und in diesen 6 Runden erkämpft ihr euch Vorteile für das kleine Finale im Spiel, um dann einen Vorteil für das große Finale zu bekommen. Alles äußerst geisteskrank, das ist euch bewusst. Genau, ne? Das ist wirklich. Und es gibt auch einen Gutschein in klein. Guck mal hier. Auch extra für euch. Ganz niedlich klein. Aber sind das auch ganz kleine Spiele? Weil das finde ich witzig. Ganz kleine Menschen. Muss ich das dann mit den Händen machen? Ja, du musst auch was mit den Händen machen. Also in jeder Runde tritt ihr logischerweise gegen Elton an. Und ihr müsst euch dann in jeder Runde entscheiden, wer gegen ihn spielt. Also es kann immer nur einer antreten. Okay. Verstanden? Ja. Wir arbeiten ich uns bin ja allein. Ich kann's. Ja, genau. Aber du kannst immer fragen. Okay. Ich bin ja auf deiner Seite. Ich frage dich gerne. Ja, du fragst mich gerne. Ich freue mich drüber. Gut. Was spielen wir jetzt? In Runde 1 spielen wir Leichtwurf. Spiel 1. Also es sind alle Spiele, die wir bereits bei Joko und Klaas gegen ProSieben gespielt haben. Oh Gott. Es geht darum, von dieser Linie den Gegenstand so weit es geht zu werfen. Also nicht auf die Linie? Oder doch, ist auf das? Die Linie, das ist übertreten, auf der Linie ist drauf. Das ist die gute alte Stefan Raab-Schule der 1000 Nachfragen. ja, das ist. Aber da seid ihr auch gut. Wer von euch beiden tritt an, Joko oder Klaas? Ja, von mir aus. Gut, es geht um diese Briefmarken. Briefmarke. Die müssen weit geworfen werden, soweit es geht. Joko legt vor, dann kommt Elton, dann wieder Joko, dann Elton, wenn wir so weit gehen müssen. Ach, zwei Versuche habe ich. Ja, du hast zwei Versuche. Okay. Also soweit es geht, Joko, die Briefmarke schleudern. Ich habe eine Briefmarke von Hamburg bis München bekommen. Das ist alles korrekt. Das ist so, bei dir merkt man sofort, dass du genau die Regel kennst. Bei mir so, nee, warte mal ganz kurz. Wie setzt er den Fuß? Kann ich ihm da schon was entgegensetzen? Fuck. Jetzt habe ich es wirklich. Egal. Rückwärts geworfen. Auch nicht schlecht. Ist ein Boomerang. Aber schau mal, Boomerang. Jetzt muss Elton erstmal weiterkommen. Leichtes und dann ist der Druck natürlich groß. Leichtes Spiel, Elton, ne? Fallen lassen. Klar. Nein, dein ist weiter. Ihr seid weiter. Jokos ist weiter. So, Joko, du hast noch einen zweiten Versuch. Guck mal. Liegt auf der Linie, hier auf dem. Also eine Linie weiter. Ach echt? Was hier passiert? Shit. Nicht zu lange raufgucken, nicht zu lange raufgucken. Fuck. Das ist eine Rotze. Sie ist noch weiter. Also wenn du weiterkommst als die Elton, dann hättest du das erste Spiel gewonnen. Ja, oh! Und damit sehr stark geht
Weitwurf an Elton. Ah, das war gut. Ich bin drin. Oh Gott. Das Eis ist gebrochen. Dieses Spiel geht damit an ProSieben. Gut. Spiel 2. Ihr werdet gleich auf dieser großen LED einen Ausschnitt der Deutschlandkarte sehen. Oh nein. Und danach nenne ich euch jeweils einen Ort und ihr müsst versuchen, diesen Ort sozusagen auf der Deutschlandkarte zu finden. Aber das sind so Orte, die man kennt, das sind sie in Bad Brummels. Nein. Und da müsst ihr euch dann hinstellen und wer am nächsten an dem Zielort dran ist, der gewinnt die zweite Runde. Okay, Klaas gegen Elton und ich zeige euch den Ausschnitt auf der Deutschlandkarte. Thüringen, Erfurt als Orientierung und ich möchte jetzt gerne von Elton wissen. Von mir? Ja, wo liegt München und von Klaas, wo liegt Hamburg? Stellt euch bitte dorthin, wo ihr glaubt, wo Hamburg ist, beziehungsweise dort, wo ihr glaubt, wo München ist. Was muss ich? München? München. Du musst München finden. Und du musst Hamburg finden, Klaas. Nee, das ist ja, ich bin ja hier irgendwo in Niedersachsen. Elton, was ist deine Taktik? Sag ich nicht. Weil du Angst hast, dass er die übernimmt da drüben? Das ist ein bisschen klein, die Karte. Ich bin ein bisschen... Das ist merkwürdig, weil irgendwie, ich meine, da vorne kann er nicht Dänemark sein. Das ist ja unmöglich. Ah. Seid ihr euch sicher, Elton? Es könnte sein, dass ich mit dem linken Bein in der Nordsee stehe, aber ich bin... Macht ja nichts, wenn du, also wir gucken ja, wer näher dran ist. Ganz leise Füße. Leipzig, Dresden. Joko, hilf mir mal eben bitte. Nee. Das machst du schön alleine. Was denn? Nee, machst du alleine. Das ist jetzt mal alleine. Junge. Ich bleib mal hier. Ja, Klaas bleibt stehen, Elton auch? Ja. Okay. Dann zeigen wir die komplette Deutschlandkarte. Okay, du stehst in der Nähe von Kiel. Okay, bleib bitte stehen, weil das müssen wir jetzt mal Bayern gefunden. Das ist sehr gut. Wir messen das jetzt ganz kurz mal aus. Wir haben jemanden mit einem Maßband. Oh nein, das steht hier. Das ist der Jakob. Wir gucken uns das einmal ganz bleib mal stehen. Das ist echt eng. Ja, das ist sehr eng. So, vielen Dank euch beiden. Wie kurz ist Deutschland? Ja, super. Also, das sind jetzt von der Mitte des Punktes 1,17 Meter in der Achse. 1,17 Meter. Mit dem da. Das tickt dichter wahrscheinlich. Tick aber nur. Elton, ob du wirklich richtig stehst? Ich bin aber schon froh, dass. Also, ich bin begeistert, dass ich zumindest die Richtung schon mal halte. Und das ist definitiv Elton unter 1,95 Meter. Wow. Ich habe also ungefähr getroffen. Das war schon. Das war die zweite Runde, die geht ebenfalls an Elton, also zweimal schon. Ich habe ungefähr geguckt, wo die Mitte ist und dann runter und ein Stückchen links. Ja, das war beachtlich zu sehen, wie du nochmal die Länder da abgegangen bist. Das ist ernsthaft. Spiel 3. Wir kommen jetzt zu Spiel Nummer 3. Das ist ganz einfach zu erklären. Ihr müsst nicht an den Nudeln riechen und überlegen, wer die als letztes Mal gegessen hat. Nein, ihr legt euch eine Nudel auf den Handrücken und fangt die dann bitte mit der gleichen Hand wieder auf. Das geht hin und her, so lange, bis einer die Nudel nicht mehr fängt. Elton, wir haben darüber gesprochen, dass es manchmal so Unterhaltungen zwischen uns beiden gibt, wo ich dann keinen Bock habe, mich durchzusetzen, weil du meinst, du hast die Folge gesehen, wo es um diese bunten Punkte ging und ich immer recht hatte und er gesagt so, nein, das ist da. Ja. Dieses Spiel habe ich in der Show in Perfektion gespielt. Ja. Und er ist gegen Icke und Jan Stecker. Er ist in der zweiten Runde rausgeflogen. Und das, was er gerade zu mir sagt, ist so, das kann ich, das mache ich. Aber wer macht das denn? Nein, alles gut. Nein. Moment. Wer kennt sich besser aus mit Nudeln von euch beiden? Die sind kleiner. Die haben eine andere... Das ist irre, was ich für ein Gehirn habe. Ich habe wirklich gedacht, abgespeichert, dass ich da richtig gut drin bin. Ich habe gerade gesagt, oh ja, das kenne ich. Aber das ist doch schön, wenn du hinfällst und denkst, du bist gar nicht hier. Aber stopp. Wie auf den Rücken legen und dann? Nicht üben. Nee, hab ich nicht. Ihr dürft nicht üben. Ihr müsst euch jetzt sagen, wer spielen möchte. Mach du. Ich zieh mich zurück. Stellt euch hier vorne auf die Position vor eure Pulte. Vor, ja. Genau. Ihr braucht, ehrlich gesagt, nur die Nudeln und sonst nichts anderes. Alle? Ich weiß nicht, wie gut ihr seid, aber du fängst jetzt auf jeden Fall mit einer schon mal an.
Okay, das heißt nicht, ich lege 6 vor und entscheide selber, sondern wir machen jede Runde 1. Das ist ja auch cool. Genau. So. Das sieht einfach aus. Du legst los mit einer Nudel. Ja? Ah, andere Taktik. Noch. Das verwirrt mich jetzt schon. Eine andere Taktik als ich. Klar, du kannst hier mit herkommen. Wenn man Aufbau runterfällt? Nein. Erst wenn ihr sozusagen werft. 3. Oh. Genau, jetzt sind wir bei 4 Nudeln. Ja, ja. Die sind gleich gekocht, die Nudeln bei mir. Joko, das ist Essen. Jetzt wirft er nicht alles auf den Boden. Die esse ich noch. Ja, ist er so, oder? Ja, also die gibt's morgen im Catering. 4. Ganz entspannt, du hast Zeit. Ja. Alles gut. Oh. Okay, 5. Joko legt vor, Elton zieht nach. Oh, das wird brenzlig. Wow. Hey, aber du bist so abgezockt. Wahnsinn. So, wie viel hast du da jetzt? Es müssten 6 5, sein. 5 sind es. Eine, ah, eine brauchst du. Warte mal, ich gebe dir eine. Ja? Darf ich dir das machen? Ja, logisch, klar. Hast du eine? Nee. Aber dann musst du Elton auch helfen. Ja, mache ich ja. Ja, ich weiß. Ja. Oh, yes! 6. Sechs. Gut. Willst du kontrollieren? Ich will einmal kurz gucken. 2, 4, 6, 7. Ja. Nein! Okay, warte, ist noch nicht zu Ende. Ist noch nicht zu Ende. Ah. Wenn Elton jetzt 7 Stück fängt, dann ist zu Ende. Ansonsten nein, geht's weiter nein, in diesem Duktus. Zeig mal ganz kurz, du hast 7 Stück. 2, 4, 6, 7. Ganz entspannt. Wenn er die jetzt fängt, dann hat Elton diese Runde gewonnen. Bin ich? Nee. Oh, auch eine verloren. Gut. Also dann 7 legt Joko noch mal vor mit 7. 7. Ja! Joko liegt vor, Elton muss nachziehen. Auch geschafft! Boah. Wir gehen auf die 8. Nudel. Oh. So eine Spiele machen mich immer wahnsinnig. Ja. Ja! Ich sehe das nicht, verdammt! Unfassbar, dieses so, ihr seid ja unentdeckte Talent bei ja, Joko. Kann ich denn nächste Woche auch nochmal so, dass Jack Nicholson dazu guckt und so? Logisch, machen wir extra für dich. So, mal ein. Brauchst du noch eine? Warte. Hier. Oh! Mann! Was macht ihr? 9. Nein! So schön gebaut, auseinandergefallen. Sagen wir einmal Joko. 3, 6, 9. Wunderbar. Also wie gesagt, nur auch nochmal zur Erklärung, Elton, auch für dich. Der Handdrücken ist auch hier der vordere Bereich. Ne? Also du kannst es ein bisschen... Neun. Meine. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oh. Wieso zitter ich so, verdammte Scheiße? Alles gut.
No! Oh! Eine Nudel. Im anderen Drehen. Diese Runde geht an Joko und damit an Joko und Klaas. Boah, das war ein Nervenkrieg, ey. Boah. Wahnsinn, ey. Glückwunsch nochmal. Ganz toll gespielt. Wir kommen zur Runde Nummer 4, die heißt Reboxing. Spiel 4. Auf ein Startsignal hin müsst ihr parallel einen Gegenstand wieder akkurat in seine Verpackung zurücktun. In diesem Fall alle Streichhölzer. Genau, richtiges Spiel. Warum spielen wir nicht Mikado jetzt? Also bitte noch nichts anfassen. Oder vielleicht eine Operation am offenen Herd. Ja, genau. Wir alle gerade extrem also, gut drauf. Alle Streichhölzer müssen zurück in die Streichholzschachtel und ich gucke mir das dann im Anschluss an. Es darf kein Streichholz kaputt gehen und die Streichholzschachtel muss exakt abschließen. Wer zuerst glaubt, das geschafft zu haben, haut auf den Buzzer und dann gucke ich mir das an. Klar steht schon mal da, das heißt, du willst gegen Elton antreten? Ja, oder wir? Ja. Gut, seid ihr beide bereit? Dann wartet auf Startsignal und dann geht's los. Hier kommt's. Alle Streichhölzer in die Packung, akkurat muss sie zugehen. Wenn ihr glaubt, ihr habt das geschafft, haut auf den Buzzer. Klaas sagt, er hat es geschafft. Ja, hat er wohl. Und ich guck mal ganz kurz hier rauf. Oh, er kann nicht nur weit werfen, er kann auch einpacken. Diese Runde geht an Klaas. Gut, also, ersten beiden Spiele Elton, die folgenden beiden Joko und Klaas. Wir haben noch zwei Elton und Runde Nummer 5 nennt sich plötzlich taub. Spiel 5. In dieser Runde spielt ihr nacheinander. Ihr bekommt jeweils einen Song zugewiesen von mir. Ist das mit Singen? Nee, warte mal, pass mal auf. Der Song wird angespielt und nach ein paar Takten stumm geschaltet. Und ihr solltet mit summen, du kannst auch mit singen, bis zu dem Punkt, an dem ihr glaubt, jetzt kommt der Refrain und dann haut ihr auf den Buzzer. Und wir gucken uns dann an, wie weit entfernt habt ihr den Buzzer gedrückt vom eigentlichen Refrain. Ja, okay. Wer näher dran ist, hat gewonnen. Ich hab dich noch nie singen hören. Kannst du singen, Elton? Nee. So, stell dich bitte einmal zu deinem Buzzer dahinter. Elton ebenfalls. Klaas legt vor und hier kommt dein Song. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here, now scream. I'm your burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, mon cher. Separate your right from wrongs. Come and sing a different songs. Heaven knows your kettle and na na. So come on, let me. Ey, so lange Pause. Gut. Verdammte Scheiße. Ich habe irgendwann einen Text vergessen, aber ja. Mach, du hast du einfach gedrückt. Wir gucken jetzt mal, wie nah du gedrückt hast am eigentlichen Refrain. Ach, du Scheiße. Wir hören mal rein. War falsch? Hier, guck mal. Klaas. Separate your right from wrongs. Come and sing with different songs. Heaven knows the kettle. Ich wollte das sagen. Was alle Strom so 10,4 Sekunden. Ich hab. Also, weißt du, da, wo ich dachte, Elton, da, wo ich dachte, wir gehen jetzt der Text noch, kam halt gar kein Text mehr. Ja, da kam schon ein Refrain. Also 10,4 Sekunden. Ja, wir haben deinem schönen Gesang gelauscht, aber jetzt kommt erst einmal, Elton, du musst es besser machen. 10,4 Sekunden. Ja. Hier kommt dein Song von Queen. Na 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 na
nee, 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 I'm having the ball, don't stop me now. Guck mal, wir gucken uns das mal an jetzt. Wie nah du dran warst. Es gilt 10,4 Sekunden zu unterbieten. Wollt mal hinkriegen. Wie nah bist du dran? Don't stop me now von Queen. Don't stop me now. Das ist Rekord. 0,2 Sekunden. Ja. Es gab, glaube ich, in diesem ganzen Spiel, in der Historie dieses Spiels, noch nie ein besseres Ergebnis. Ja, als das. Das stimmt wirklich. Würde ich auch sagen, ja. Also, wow. Aber gut. Ich mochte den. Das muss raus. Gut, also, das dritte Spiel. Wie der echte Elton. Das Elton gewinnt. So, wir haben noch eins. Zwei Vorteile. Denkt dran, ihr braucht Vorteile für das kleine Finale, ja, ne? Um einen Vorteil für das große Finale zu gewinnen. Ja. Wir haben noch eine letzte Runde, in der Elton gegen einen von euch antritt. Und das ist Product Placement. Spiel 6. Nach einem Startsignal müsst ihr einen sehr langen Gegenstand möglichst klein und kompakt zusammenlegen und dann auf dieser Stele drapieren. So? Wenn ihr meint, das habt ihr geschafft, dann haut ihr auf den Buzzer und dann muss dieser Gegenstand 10 Sekunden entweder drumherum oder oben aufliegen und darf nicht hier unten die silberne Platte berühren. Warte. Das soll da drauf. Genau, da drauf oder da rum. Es soll halten. 10 Danke, Sekunden. Dass du gefragt hast. Hä? Das ist ja unmöglich. Und ein Tipp nochmal, Klaas, Joko und Elton. Wenn ihr meint, ihr habt das geschafft, bitte haut nicht so doll auf den Buzzer, damit sich das nicht erschüttert und dann aus Versehen runterfällt. Ah, okay, ja. Wer macht das von euch beiden? Ich würde es mir zutrauen. Ja, nee, mach mal. Hä? Wer macht das von euch beiden? Warte mal. Nee, also. Ich mach. Genau, also möglichst klein machen und dann oben drauflegen. Noch eine Frage? Wie geht das? Das ist Runde 6 in der kleinen Version von Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir sind gespannt, wer es schafft. Hier kommt euer Startsignal. Wie soll das gehen? Ich hab keinen Plan. Knoten machen? Aber selbst dazu bin ich zu blöd. Ich hoffe, dass es runterfällt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Diese Runde geht an Joko und Klaas. Willst du noch mal gucken? Knoten. Ja, einfach Knoten scheiße. Und dann oben drauflegen. Mach nichts. Ich trage halt aber auch ganz gerne Perlenketten. Ne? Also, privat trage ich ganz gerne mal Perlenketten. Ja. 6 Runden in der kleinen Version von Joko und Klaas gegen ProSieben sind gespielt. Finale. Wir kommen jetzt zum Finale der kleinen Version von Joko und Klaas gegen ProSieben. Elton hat in 6 Runden den beiden Paroli geboten und ihr habt 3 Vorteile erkämpfen können für dieses kleine Finale. Und das ist auch ein Spiel, das wir kennen aus einer der vorangegangenen Sendungen. Aufreißer heißt es und es geht im Prinzip darum, dass ihr auf der Rückseite dieser Folienwände steht. Ihr müsst versuchen, sie zu durchbrechen und euch in der Mitte treffen und umarmen. Ihr habt ursprünglich 5 Sekunden gehabt. Ja. Aber weil ihr 3 Spiele gewonnen habt, kriegt ihr pro gewonnenem Spiel 1 Sekunde dazu. Macht summa summarum 8 Sekunden. 8 Sekunden. Ja, das ist machbar. Moment, wir sollen in 8 Sekunden dadurch uns in der Mitte in den Arm nehmen? Ja. Ich muss da katzenhaft muss ich das machen. Genau. Joko, geh mal auf die andere Seite, bitte. Aber du hast es andersrum erklärt. Ja, du brichst auch schon ein und lässt ihn so. Nee, was ihr nicht dürft, ist durchlaufen.
Hä? Ihr müsst davor stehen. Das hätte ich aber gerne gesehen. Kein Anlauf, Herr Winterscheid. Ja, Herr. Okay, es geht los. Das kleine Finale von Joko und Klaas gegen ProSieben startet mit einem Startsignal. Das kommt jetzt. Oh nein! Oh. Was war das? Guckt euch das doch mal in der Zeitlupe an, bitte. Wärst du nicht gestolpert? Wärst du nicht gestolpert? Danke fürs Hochziehen, du hilfst einfach nur die Hand. Nee, hab ich auch so. Oh nein. Ach, fuck, ich bin mit dem Fuß hängen geblieben. Ja, naja. Das war, ich hätte es für unmöglich gehalten und hab mich so gefreut. Geil, ich bin durch, jetzt ist er gleich da. Erstaunlicherweise. Er war ja auch da. Ist Klaas Loch höher und ist da durchgekommen. Und sehr gut. Stimmt. Ach, wie cool. Ja, ja. Fuck. Entschuldigung. Aber Elton. Ja. Elton, ich weiß ja, dass du bist ja ein vielbeschäftigter Mann, ne? Ja. Ja, und du hast ja auch genug andere Fernsehshows und so, ne? Ja. Aber könntest du noch mal kommen? Ja, bitte. Das macht Spaß, bitte. Wenn du da bist. Ja. Ja, klar. Irgendwann mal. Ja. Wenn wir nicht mehr damit rechnen. Ja, ja. Und wir kommen bestimmt auch irgendwann mal zu Schlag den Star. Ja, ja. Bestimmt irgendwann mal. Irgendwann mal, ja. Vielen Dank. Danke, Elton. Ich freue mich. Ich komme wieder. Mega gut. Danke. Bitte, du musst unbedingt wiederkommen. Gerne. Danke. Tschüss. Elton.